heißt in den Schriften der Weisen, ihr sollt die Schlange nicht deshalb gering achten, weil sie keine Hörner hat. Niemand weiß, ob aus ihr nicht einst ein Drachen wird, wie auch aus einem einzelnen Mann eine ganze Armee werden kann. Vor 1000 Jahren, zu Zeiten der Sung-Dynastie, herrschte in China eine grausame und korrupte Regierung. Diese Bewaffneten hier sind Ausgestoßene, die den Kampf gegen die Tyrannei aufgenommen haben. Auf die Köpfe dieser Helden steht ein Preis. Sie leben in freiwilliger Verbannung und sie operieren von Yangshanpo aus, einem labyrinthisch verzweigten Flussdelta weit südlich der Hauptstadt. Schießt! Das genügt! Huansheng! Entscheidet euch! Oder ich schneide auch seinen Kopf ab! General! Dann Teng Yu, ihr Verbrecher! Dann Teng Yu! General! General! Ich flehe euch an. Gebt nicht auf. Tut das, was nötig ist. Kümmert euch nicht um mich. Ich zähle nicht. So, sei es! Dann Teng Yu! Dann Teng Yu, General! Es ging um Kung Fu, nicht wahr? Diese Kampftechnik, das war natürlich faszinierend, das war exotisch. Ja, ja, das obwohl, hat unser Bild geprägt. Obwohl, als die Serie gezeigt wurde in Deutschland, da hat man Kampfszenen rausgeschnitten. Ich werde Lin Chung zerquetschen wie eine Wanze. Und den Liang Shan Po mache ich dem Erdboden gleich.